Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zum Wochenorakel vom 11. bis 17. März. Ja, ihr Lieben, ist mal wieder soweit für die neue Wochenbotschaft. Ihr könnt wie immer einen persönlichen Erzengelbegleiter für die Woche auswählen. Ich habe diese Woche auch noch einen kleinen Spruch für euch dabei. Das heißt, zwischen diesem hellvioletten Stein, magentafarbenen und orangefarbenen Stein kannst du wählen. Die Auflösung kommt am Ende des Orakels, also der Wochenlegung. Ich schreibe euch aber wie immer auch die Timeline, wann welcher Stein aufgelöst wird, in die Infobox. Ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Schau einfach mal auf www.hahnspirit.com vorbei. Vielleicht ist dort etwas Passendes für dich dabei. Die verwendeten Karten findest du auch in der Infobox. So, jetzt lass uns starten. Was bringt die neue Woche für uns? Und wir ziehen als erstes eine Tarotkarte als Überschrift. Na, die wollte schon rausfallen, dann nehmen wir die. Was du auch auf meinem Kanal findest, falls du es noch nicht mitbekommen hast, es gibt momentan unter den Shorts tägliche Tagesbotschaften, die numerologisch ermittelt werden, wo wir also uns die numerologische Zahl und die dazugehörige große Arkana aus dem Tarot, also die Entsprechung, anschauen. So, jetzt beginnen wir aber mit dem Wochenorakel. Wir haben hier die vier der Stäbe. Das ist schön. Das gefällt mir als Überschrift für die Woche. Wir hatten ja in der vergangenen Woche etwas schwierigere Energien. Ich meine, wir hatten den Mond drin. Das ist ja immer so die dunkle Nachtseele, wo viel aufgewühlt wird, wo viel ja durcheinander geraten kann, wo uns manches nochmal belastet oder auch viel passieren kann. Und jetzt mit vier der Stäbe, das ist auch das, was der Sonntagsausblick gebracht hat, wird alles wieder stabiler, greifbarer. Was mit dem Mond irgendwie in der Luft schwebt und nicht so greifbar ist, ist jetzt hier mit vier der Stäbe einfach verhafteter, greifbarer. Man bekommt neue Energie, man bekommt auch neue Hoffnung in Dinge rein, wo vielleicht nicht funktioniert haben, wo absolut aussichtslos erschienen. Jetzt kommt eine Hoffnung rein, jetzt kann man den Stab ergreifen, kann sozusagen mit den vier Pfosten, was ja auch für die vier Himmelsrichtungen steht, sein Zelt aufbauen und Dinge auch verwirklichen und planen. Also hier ist auch Planung drin, aber auch ein Stück weit Verwirklichung, man kann umsetzen. Traditionell stehen die vier der Stäbe auch für Feste feiern. Hier sehen wir ein Pärchen, das hier jubiliert, das vielleicht einlädt zu einer Hochzeit, zu einem Jubiläum. Vielleicht stehen auch irgendwelche Feste an, vielleicht auch ein Hochzeitstag oder irgendetwas. Und es regt uns an, egal wie schwierig manchmal das Leben ist, pack deine vier Stäbe aus, errichte dein Zelt und heiße das Gute willkommen, auch an Stellen, wo dir der Boden unfruchtbar erscheint. Es kommt jetzt irgendwie wieder was rein, wo Hoffnung gibt, wo Anlass zur Freude gibt. Also es ist ein positiver Auftakt, den wir hier mit vier der Stäbe bekommen für die kommende Woche. Jetzt schauen wir in den Montag hinein. Wir ziehen hier auch eine Tarotkarte und wir nehmen diese Woche mal keine Lenormand-Karten, auch wenn ich natürlich viel mit den Lenormand-Karten lege. Ich habe mir mal ein anderes Deck für euch ausgesucht und da ziehen wir auch eine Karte dazu. Das sind Orakelkarten. Und dann gucken wir jetzt mal, was der Montag hier bringt. Ja, es geht gerade so weiter. Also am Montag passiert irgendetwas Positives. Wir haben ja hier diese Festenergie, ne? Vier der Stäbe, Planung, Ideen, neue Dinge. Und jetzt kommt hier mit drei der Kelche die Emotion hinzu.
Lasst uns feiern. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Teamarbeit. Man muss die Dinge nicht alleine schaffen. Man bekommt Hilfe, man bekommt die Inspiration, man bekommt Personen ins Leben, die einem helfen. Man hat ein schönes Teamarbeit. Also wenn du Teamwork bei der Arbeit hast, kann das ein toller Tag sein. Vielleicht gibt es auch im Team irgendetwas zu feiern und das sollte man genießen. Es ist auch ein guter Tag für Kommunikation oder um etwas zu klären, hier auch auf Seelen-Emotional-Ebene. Es geht auch um, dass man Vertrauen haben darf ins Leben. Dann haben wir am Montag hier noch den Songbird dabei. Das sind etwas dunklere Karten. Ich habe eigentlich andere Karten gesucht, die ich nicht gefunden habe. Aber irgendwie mussten dann jetzt die dabei sein. Also diese Karte sagt: Geh raus aus deinem Käfig der Einsamkeit, der Isolation. Wir kennen ja alle diese ganze Zeit jetzt da, wo es gab, seit 2020, wo die Menschen, ja, ich will nicht sagen unberührbar wurden, aber irgendwie schon, ne? Wir waren ja eine Zeit lang wie abgeschlossen in Käfigen. Und anscheinend wirkt bei manchen diese Energie des Abkapselns, des Zurückziehens noch nach. Vielleicht ist bei manchen noch nicht alles so, wie es früher mal war. Und jetzt sind wir aufgefordert, also im kleinen wie im großen Dingen, geh aus deinem Käfig der Verschlossenheit raus, geh in die Gemeinschaft. Wir haben ja hier die Gemeinschaft drin. Und dazu regt dieser Tag an. Also kapsel dich nicht ab, in der Gemeinschaft wird es leichter. Dann haben wir am Dienstag, gucken wir mal, was am Dienstag für Energien kommen rein. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber wir gucken mal, was hier noch kommt. Wir haben hier nämlich die drei der Schwerter und die Schwerter, die stehen immer ein bisschen für einen Liebeskummer, ganz klassisch, für einen Herzenskummer, für einen emotional nicht so einfachen Tag. Interessant ist, dass hier 3 so vorherrschend ist. Also aller guten Dinge sind 3. Mir kommt hier ganz stark rein, wenn der Tag nicht so einfach verläuft, wenn du eine Enttäuschung erlebst, irgendetwas sich schwer anfühlt, gib die Hoffnung nicht auf. Da ist etwas, das dir Hoffnung geben will. Und hier kommt der Warlock. Und der Warlock, der hat ja mit Zauberei zu tun. Und das ist hier eine Energie, also ja, das ist wie so aus der Schattenebene, die sagt, hier sind mehrere Mächte am Werk. Also mehrere Mächte sind hier am Werk und du siehst anscheinend nur diese, also an diesem Tag eher auf die Schattenseite als auf die lichte Seite. Aber es gibt eine lichte Seite, die da ist. Also hier kommt ja dieser Vogel wie reingeflogen von der lichten Seite und hier haben wir die dunkle Seite. Auch der Trickser, ne, ist ein bisschen wie der Magier im Tarot, der dir hier was vorspielen kann, sagen kann, wow, das ist alles ganz toll, er zaubert hier Blumen aus seinem Hut hervor und im Hintergrund läuft aber schon irgendwas ab, was du nicht mitbekommst. Also hier kann sein, dass dir jemand Honig ums Maul schmieren will an diesem Tag, aber dein Inneres sagt, irgendwas stimmt da nicht. Und du sollst aber wissen, hier sind Helfer an deiner Seite, die dich durch diesen Tag führen. Es kann auch für einen regnerischen Tag stehen, ein Tag, der von den Energien etwas schwieriger und anstrengender ist. Man soll sich ja auch nicht in Wortgefechte reingeben. Also hier ist mehr Hoffnung drin in einer Situation, als du denkst. Das ist hier die Aussage. Dann gucken wir am Mittwoch rein. Mittwoch ist so ein bisschen die Energie der Verweigerung. Ich will nicht, ich habe keinen Bock, lass mich in Ruhe. Wenn du Kinder hast, kennst du das vielleicht ganz gut, wenn die so im Teenageralter sind, die dann sagen, nee, lass mich, ich habe keine Lust, ist alles blöd, ist alles doof. Und so kann die Energie allgemein so ein bisschen sein. Man ist übersättigt, man hat keinen Bock. Es ist einfach schwierig, sich aufzuraffen, sich für etwas zu begeistern. Die Energie ist etwas niederdrückend, herunterziehend und es geht an diesem Tag darum, dass man einfach sieht, also dass ja die Liebe, ne, mit den Kelchen, dass da noch was ist, was einem was Gutes will, auch wenn man das Gefühl hat, das ist einfach zu viel. Hier kommt der Wald, das Waldlabyrinth. Das Waldlabyrinth
zeigt eigentlich, dass die Gedanken hier verirrt sind, dass die Gedanken durcheinander gehen können, durcheinander sind, dass man vielleicht schon jetzt an sein Ziel kommen will, dass man sagt, ich gehe doch schon so lange durch dieses Labyrinth oder jetzt kommt hier irgendwas, was mir nicht gefällt und jetzt muss ich hier wieder rumirren. Ne? Sie geht ja hier teilweise sogar durch so einen Nebelwald, kann sogar ein bisschen unheimlich wirken. Und dann sagt man, Mensch, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das ist mir zu blöd. Jetzt lass mich doch endlich an den Ausgang kommen von diesem blöden Labyrinth oder an mein Ziel, damit wir das endlich hinter uns lassen können. Und also wo hier eine Aufbruchsstimmung ist und du rausgehst, kann es natürlich passieren, dass am Dienstag das nicht alles so easy ist und am Mittwoch bist du vielleicht sogar irgendwie enttäuscht oder gekränkt oder hast keinen Bock. Aber man sagt, du musst noch ein klein wenig durchhalten. Also bei irgendeiner Sache muss man noch ein klein wenig durchhalten. Darum gucken wir jetzt mal an den Donnerstag hinein. Und der Donnerstag, der sagt, du kommst an dein Ziel. Es ist ein bisschen mühsam, es ist ein bisschen hakelig mit 10 der Stäbe, aber du kommst an dein Ziel. Jetzt gib mal nicht auf, es ist kurz vor der Zielgeraden, etwas zu schaffen. Also gib jetzt mal noch nicht vorschnell auf. Es kann ein sehr arbeitsreicher Tag sein, der dann auch ein bisschen anstrengend ist, ne? Also hier hat man vielleicht nicht so Bock, ruht sich aus, bleibt im Bett liegen oder macht irgendwas, wo man sagt, oh, ich habe zu allem Lust, aber die eine Sache, die kann ich vielleicht machen, das tut mir gut, ist vielleicht nicht so zielführend. Also hier ist ein bisschen lazy dieser Tag. Man geht vielleicht auch mal irgendeine Sache, muss man vielleicht zwei, dreimal hinschauen. Aber hier ist man schon sehr tatreich, also man ist am Tun, man kann sich nicht länger faul ausstrecken am Donnerstag und erledigt vielleicht manches auch, was liegen geblieben ist die Woche über. Hier hat man gefeiert, hier war man betrübt, hier hat man keinen Bock gehabt, aber hier macht man dann und greift durch. Es ist vielleicht ein bisschen anstrengend und es sagt auch, halte durch, du kommst an dein Ziel, es ist gar nicht so weit. Und hier kommt die Elder, also die Älteste. Das ist die Weisheit der Ahnen, die dich unterstützt. Interessant ist auch, dass die auf der Zahl 8 liegt. Und die Zahl 8 liegt, nämlich ist eine Machtzahl, die uns zum Erfolg führt, die auch dafür stehen kann, dass man irgendetwas jetzt schafft. Wenn du noch auf einen Geldeingang oder irgendwas wartest, dann kann das auch am Donnerstag passieren. Oder irgendein Ergebnis für etwas haben möchtest, dann kann das passieren. Es wirkt nicht unangestrengt. Es ist so, haben wir uns jetzt dahin gerettet, haben das jetzt geschafft. Aber es ist von Weisheit durchdrungen. Also irgendwas wird da auch leichter. Also irgendwas von diesen 10 Stäben, die du mit dir rumschleppst, wird da erlöst. Vielleicht sind es auch mehrere Sachen. Dann am Freitag. Gucken wir mal, was am Freitag los ist. Ziehen wir mal was beide Karten. Der gute Freitag. Was ist am Freitag los? Wollen wir mal wissen. Ups. Ja, das gefällt uns doch. Da ist hell, da ist schön. Also ich sagte, hier kann schon das manche aufgelöst werden. Es kann aber auch sein, dass man sagt, hey, halt noch ein bisschen durch und dann passiert es am Freitag. Also das ist die klassische Karte Ritter der Münzen für Geldeingänge, Zusagen, Dinge, die passieren, Versprechungen, die eingehalten werden, dass die einfach gut passieren. Hier haben wir diesen Downfall. Man kann irgendetwas erledigen, zu Ende bringen. Hier werden Papiere verbrannt. Irgendwas ist jetzt geschafft, ja. Also das heißt, es ist nicht so eine Woche, wo nur auf der psychischen Ebene viel abläuft. Ich meine, die letzte Woche war wahrscheinlich auch, also diese Woche jetzt bei manchen ziemlich vollgepackt mit Dingen, die zu erledigen waren. Aber es war alles immer so auf so einer psychischen Ebene, wo man gesagt hat, ah, jetzt das noch und das noch. Und man hat sich so durchgegangen. Und hier sagt man, okay, man kann etwas schaffen. Es beginnt lächelnd freundlich am Montag. Der Dienstag ist ein bisschen, na, kann auf die Emotionen gehen, muss man aufpassen vor Tricksereien, Leuten, wo einen hinters Licht führen wollen. Am Mittwoch hat man so ein bisschen diese Verweigerungsenergie, wo man sagt, oh, jetzt laufe ich noch mal eine Ehrenrunde oder verirre mich irgendwo. Das kann auch etwas neblig wirken.
Am Donnerstag sagt man halt noch durch, beim einen oder anderen platzt schon ein Knoten, der eine oder andere sagt aber, oh, ich muss noch ein bisschen durchhalten. Die Ahnenlinie, also die geistige Welt, ist eng an unserer Seite und hilft uns dabei. Und am Freitag ist es dann, ja, jetzt haben wir es geschafft, ist ganz gut. Vielleicht sagt manche auch schon jetzt, boah, wenn ich diese Woche hinter mir habe, ich weiß ganz genau, da ist einiges los. Da bin ich froh, wenn es Freitag wird. Und so ist es auch vom Gefühl her. Ich bin froh, wenn es Freitag wird. Und es darf etwas gehen, was schon vielleicht länger anhaftet. Ja, das ist hier wie so Zettel verbrennen. Ne? Wir kennen das alle, wenn wir so kann man magisches Ritual machen, verbrennt irgendwelche Zettel und schmeißt dann die Asche in den Wind und sagt, okay, jetzt darf es der Wind mitnehmen, jetzt ist es endgültig vergessen, jetzt muss ich mir diesen Käse nicht mehr geben. So, dann haben wir den Samstag. Der Samstag geht noch ein bisschen mit zwei der Münzen von einem Bein aufs andere. Also man muss vielleicht so ein bisschen am Samstag Geschicklichkeit aufweisen. Vielleicht zwischen Familie und Kinder, zwischen Job und Privatleben, zwischen Haushalt schmeißen und ausgehen. Also es ist so, man hat mehrere Sachen zu tun am Wochenende, am Samstag. Es ist nicht so jetzt der Faulheitstag, wo man sich einfach nur ins Bett legt. Es gilt, Dinge zu jonglieren. Und man soll auch nicht irgendwie jetzt ja, verzweifeln dabei. Also am Samstag kommen manche vielleicht so ein bisschen ins Strackeln und sagen, boah, wie soll ich das alles schaffen? Aber man sagt dir, sei nicht traurig, verzweifle nicht dran, du schaffst die Dinge. Also lade dir aber auch nicht zu viel auf. Also wirklich nur das, was notwendig ist. Ne? Es ist jetzt nämlich nicht der Tag zum Bäume ausreißen. Am Sonntag kommt der Narr und der Narr sagt, komm, lass uns rausgehen, lass uns Spaß haben, lass uns was Verrücktes tun, lass uns sein wie ein kleines Kind, lass uns etwas entdecken. Also man kann hier manchmal so ein bisschen leichtsinnig sein an diesem Tag. Also wenn du irgendwelche Maschinen bedienst, mit dem Auto wegfährst. Sei nicht zu leichtsinnig, überprüfe deine Sachen, bringe deine Sachen in Ordnung, aber genieße trotzdem auch die beschwingte Energie des Tages, ne? Also hier ist nämlich hier so, ne, da ist Licht drauf, da ist zweimal Sonne drauf, da ist viel Orange drauf, das ist immer Freude, die Taube wird losgelassen. Also es ist ein freundlicher Tag. Vielleicht ist auch der Tag sehr sonnig, man macht Ausflüge, man unternimmt etwas, man genießt einfach die Energie des Tages. Also, wo der Samstag etwas stressig sein kann und man vielleicht auch den ein oder anderen Trost braucht von Freunden, Familie, wo einem sagen, Mensch, das hast du die Woche geschafft, ich klopfe dir mal auf die Schulter, wo man vielleicht auch mal ein Tränchen vergießen lassen möchte, einfach um sich zu erleichtern, ist der Sonntag sehr beschwingt und leicht. Gut. Gehen wir jetzt in die Auflösung hinein. Ich fange, ich hoffe, du hast ausgewählt. Wenn nicht, entscheide ich spontan oder halte das Video an. Und jetzt gehen wir hier gleich rein. Wenn du dich hier für diesen hellvioletten, der ist fast weiß, also durchsichtig, Stein entschieden hast, dann gucken wir mal, was dein Begleiter ist. Dein Begleiter ist Jophiel diese Woche. Jophiel wird in gelbem Licht dargestellt. Das ist die Freude, der Spaß, die Lust am Leben, die Freundlichkeit, die Sonne. Da haben wir ganz viel Jophiel-Energie für dich am Montag drin, am Freitag drin und am Sonntag, an diesen 3 Wochentagen. Also man will dir helfen, dass du das Freundliche des Lichtes sehen kannst, auch wenn manche schweren Dinge da sind. Jophiel sagt, räum mal auf, miste mal aus. Das könnte eine gute Sache sein, wenn du ein bisschen ballastlos werden willst. Miste auf, er hilft dir, die dunklen Ecken in deinem Haus wieder heller zu machen. Vielleicht hast du auch Bock, jetzt kommt Frühjahr, was rauszuschmeißen, was zu renovieren, eine Wand neu zu streichen, was auch immer. Jophiel sagt, trenne dich von unnötigen Dingen, kläre die Energie in deinem Umfeld und wende die Prinzipien des Feng Shui an. Also einfach mal aufräumen, was umstellen, neuen Fluss reinbringen. Kann auch dafür stehen, Shopping zu gehen, neue Klamotten zu kaufen, ein Umstyling zu machen. Auf jeden Fall,
diese 3 Tage, wo ich schon gesagt habe, Montag, Freitag und Sonntag, sind bei dir starke Prinzipien, wo es einfach lichter und heller wird. Jetzt habe ich hier noch ein Kärtchen gezogen, das sind Bibelkarten. Schauen wir mal noch einen Spruch für dich aus der Bibel. Entschuldigung, ich habe ein bisschen rauen Hals. Aus den Psalmen ist dieser Spruch. Vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Also bei dir geht es ums Thema Ruhe finden, Erholung finden, Sicherheit finden, Hoffnung finden, sich an etwas festhalten zu können. Also das ist auch ein Mantra. Also alle Bibelverse kann man auch als Mantra benutzen zur Stärkung. Dass man sagt, ich vertraue auf Gott oder ich vertraue auf die höchste Energie im Universum. Wenn du den Namen Gott nicht benutzen willst, dann finde ich Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung oder diese Energie gibt mir Hoffnung. Ist der Fels, ist meine Burg, wo ich immer Sicherheit finde und geborgen bin. Das kann ein Mantra sein für dich. Du am besten weißt, was damit gemeint ist. So. Eine schöne Woche dir. Dann gucken wir ins Magentafarben hinein, was hier für dich kommt. Hier haben wir Erzengel Raguel. Harmonie in Beziehung. Also hier geht es um Liebe, Beziehung. Magenta ist ja schon ein ganz roter Stein. Magenta sagt man ja, der magentafarbene Strahl, das Christuslicht, also dieses ganz tiefe aus dem Herzen kommende. Hier geht es um die Liebe. Wir Engel öffnen die Herzen aller Personen, die an dieser Situation beteiligt sind. Streitigkeiten und Kontrolle werden jetzt aufgelöst. Also es geht um Harmonie in Beziehungen zu bringen, sei es im Privatleben oder auch im geschäftlichen oder sonstigen Bereich. Und damit hier Anspannungen rausgehen kann, Mitgefühl, Vergebung, solche Themen. Starke Tage, wo das wirken kann bei dir, ist der Dienstag, wo es ja um Herzschmerz geht, um Tricksereien, um einen Betrug. Vielleicht ist man auch in der Liebe betrogen worden. Es steht eine wichtige Aussprache an. Es kann hier auch am Mittwoch reinziehen. Also auch Dinge, oder es muss nicht nur im Privatleben sein, einfach wo es Schwierigkeiten mit Menschen gibt. Und am Mittwoch auch, wo diese Verweigerung drin ist. Ich verlaufe mich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das geht. Also an diesen schweren Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo man das Gefühl hat, schaffe ich das jetzt noch? Da ist ganz viel von dieser Raguel-Energie drin, wo dich harmonisiert. Kannst du auch Raguel rufen, wenn du sagst, ich brauche das. Jetzt kriegst du auch noch einen Bibelvers. Herr, im Treiben der Menschen, bewahre mich. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Das ist auch ein Psalm. Die Psalme kann man singen. Also die Schreiber der Psalme haben die oft gesungen. Davids Psalm steht da oft und dann wurde der gesungen. Wie gesagt, ich sagte, wenn jemand jetzt das schaut und glaubt nicht an Gott, aber an Energien, du kannst es auch ummünzen, weil diese Psalme haben große Kraft. Ja? Also es geht dabei wirklich um dieses Thema im Treiben der Menschen. Beziehungen. Bewahre mich. Halte mich. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen. Also, dass man nicht vom Weg abkommt, dass man nicht strauchelt, nicht stolpert, wenn es schwierig wird. Dass meine Tritte nicht gleiten. Also, dass du sicher durch die Zeit gehen kannst, durch die Woche gehen kannst, durch ein Thema gehen kannst. Also, hier kann man auch wirklich sagen, liebes Universum oder lieber Vater, lieber Gott, was auch immer wie du verwenden magst, bewahre mich, erhalte meinen Gang auf diesem Weg, dass meine Tritte nicht gleiten, dass ich nicht stolpere, nicht abrutsche. Das kann dein Mantra sein, wenn du es benutzen möchtest. Ich wünsche auch dir eine gute Woche. Jetzt gehen wir zum letzten Stein, wenn du dich für Orange entschieden hast. Und da sind wir ja mal gespannt, wer da kommt. Klarwissen, Uriel, achte genau auf Gedanken und Ideen, die dir zufliegen, da es sich bei ihnen um die Antwort auf deine Gebete handelt. Also du hast dir irgendwas gewünscht, erbetet, Gebete rausgeschickt, du kriegst Inspiration, Ideen, die dir zufliegen, die dir die Antwort bringen.
Das ist positiv. Uriel kommt auch in so einem orange-roten Feuerlicht. Das passt gut zu dem Stein. Deine Energie der Woche, Ideen, ist schon mal diese Grundenergie der Woche mit vier der Stäbe, die dich durch die ganze Woche trägt. Bei dir können Tage, wo es düster ist, auch als nicht so schlimm empfunden werden, weil du hast eine innere Getragenheit in dieser Welt, die dich bewahrt, zu straucheln, zu stolpern, das Gefühl zu haben, ich schaffe das nicht. Also das heißt, bei dir wirken die Energien nicht so stark und wenn viel passiert, dann hast du trotzdem so eine Hoffnung an deiner Seite, die dich durch die Woche trägt, die ganz, ganz stark ist, die dich ja, aufsteigen lässt. Darum ist dein spezieller Tag der Woche auch, wo du nochmal ganz stark die Energie spürst, dieses Aufsteigen, ein bisschen im Freitag drin, aber auf jeden Fall ganz stark am Sonntag. Da steht er ja auch schon auf diesem Fels, auf diesem Berg, was hier auch mit drin ist. Und da kann auch so eine geistige Erweckung bei dir drin sein. Wir haben hier auch ein Symbol drin, ein himmlisches, mit der Taube. Jetzt schauen wir mal auf deinen Bibelspruch. Und da steht drin, aus Hiob ist der: Herr, du hast mir das Leben geschenkt und mir deine Güte erwiesen. Deine Fürsorge hat mich stets bewahrt. Also ich hätte ja fast gesagt, lass mal nochmal noch da, das Glückskind der Woche, weil du das gewählt hast. Also alle Energien sind bei dir irgendwie verteilt, abgeschwächt. Also selbst wenn Blödsinn passiert, du kommst da gut durch, dass du vielleicht hinterher sagst, hätte ich vielleicht sonst nicht so leicht genommen oder ist gerade easy. Und das ist so dieses Papa oder himmlischer Vater oder Universum, was auch immer du für eine Bezeichnung benutzt. Ich wurde in dieses Leben geboren, in diese Inkarnation gegeben und ich habe Güte an meiner Seite, ich habe starke Helfer an meiner Seite, die mich durch diese Welt tragen. Und diese Fürsorge hat mich stets bewahrt, nicht die Dinge leicht zu nehmen wie ein Kind, da ist ein Baby abgebildet. Und das ist ja auch die Energie des Narren, das sagt, ja, sei frei wie ein Kind, ja, du wirst nicht straucheln, weil du immer auf Entdeckerlust bist. Und jetzt kommt halt auch eine Antwort rein für etwas, wo du noch eine Frage hattest. Ja, ich wünsche auch dir eine wunderbare Woche, freue mich auf Feedback von euch allen, alles Liebe, eure Dani, tschüss.